So, Herr Bipper, schauen Sie nicht so bedröppelt. Die OP geht gleich los. Ich würde Sie noch vorher einmal abhorchen. Achtung, ein bisschen kalt. Ja, das muss raus. Also, Fräulein Duschinski, einmal Spiegel, bitte. So, Herr Bipper, Sie haben das Spare-Ribs im Bauchbereich. Da schaue ich einmal rein. Ja. Ich würde die als erstes rausoperieren und dann machen wir mit der Zange im Brustkorb weiter. Könnt ihr jetzt einmal ein bisschen zwicken? Achtung! Verdammte Scheiße, Herr Bipper. Scheiße, Mensch. Entschuldigung, sind Sie Dr. Knabe? Ja, ich bin gleich bei Ihnen. Mein Name ist Pascal Ruhr. Ich komme zu Ihnen, weil ich ein Problem habe. Ja, setzen Sie sich doch. Ich operiere hier gerade noch mit Fräulein Duschinski, den Herrn Bipper. So eine Scheiße. Fräulein Duschinski, rufen Sie das Krematorium an. Der Patient ist durch. Herr Bipper, machen Sie es gut. So, Herr Ruhr. Wo drückt denn der Schuh? Naja, also, mir ist das ziemlich unangenehm. Ach, Herr Ruhe, Ihnen braucht bei uns in der Praxis gar nichts unangenehm sein. Wir grinsen nämlich jeder Gefahr lächelnd ins Gesicht, nicht wahr, Herr Fräulein Duschinski? So, also, was haben Sie denn? Naja, also, seit ein paar Tagen kann ich nicht richtig auf Toilette. Also, es kommt nichts. Also hinten, nicht vorne, vorne ist alles okay. Also Sie fühlen gar nichts im rechten Bein? Doch, ich habe nur Verstopfung. Hm. Also wenn das beim linken Bein das Problem ist, dann müsste ich jetzt einmal untersuchen. Stehen Sie bitte auf. Nicht. So, Herr Ruhr, 212. Jawohl, das ist notiert. Ich würde Sie jetzt einmal abhorchen, Herr Ruhr. Ja, das könnte eine Entzündung sein, eine Großhirnrinde. Mhm. Ich würde jetzt einmal schauen, was die Prostata macht. Schaut aber erst rein aus, Herr Ruhe. Ansonsten machen Sie jetzt bitte einmal für mich A. Ganz. Das ist ein Thermometer, das stecke ich Ihnen jetzt rein, das behalten Sie drin. Aha! Und Mund schließen bitte einmal. Jawohl. So, jetzt sagen Sie mir bitte einmal, ob es nicht wehtut. Na gut, dann ist die Untersuchung hiermit vorbei. 834, jawohl. Fräulein, bereiten Sie sich heißer vor. So, Herr Ruhe, Sie haben eine fürchterlich schlimme Krankheit. Was soll das heißen, schlimme Krankheit? Ich kann doch nur nicht richtig kacken. Ja, das ist ein schlimmer Moment. Ich sehe schon, die letzte Darmspiegelung lief nicht, weil wenn Sie beim linken Zeh gar nichts mehr spüren... Mir wird ganz schwindelig. Was müssen Sie dann operieren? Das sehen wir dann in der OP. Das ist doch nicht normal. Das kann ich verstehen. Ist es für uns alle, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ziehen Sie sich bitte aus. Jede Minute zählt. Na gut, also... Wenn es die einzige Möglichkeit ist, dann legen Sie los. Oh, ich habe einen Picker. Fräulein, Sie können. Mhm. Aui! Aui! Na ja. So, Herr Ruhe, machen Sie sich keine Sorgen, die OP geht sofort los. Wir entbinden Sie jetzt. Krücken, was war mit dem nochmal? Ja, auch so Propfen. Ich glaube, der hatte was in den Arm, richtig? Ja, hat Frau Dubschinski ja auch schon. So, das heißt, wir bräuchten eine Säge. Mach mal auf hier. Ah, ja. Hoppala. So, ich bereite den OP vor. Herr Röde, schneller vorbei, als Sie Biergarten sagen können. So, ein paar Medikamente. Scheiße. So, liegt. Was haben wir hier? Aua! Oh, anderer. Oh, was ist das für eine Verarsche, Frau Duschinski? Fangen wir an mit den Armen. Ritze, Ratze. Und los geht's, Herr Ruhe. Slow and steady. Müssen wir jetzt nochmal ein bisschen schneller? Oh, da habe ich Ihre Hauptschlagader getroffen. Das tut mir ein bisschen leid. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. So, jetzt direkt die Spritze. So, einwandfrei. Zack. So, jetzt der andere, Herr Ruhe. Was sagen denn die Blutwerte? Ist ein bisschen runtergegangen. Da würde ich einmal nachspritzen. Oh, so. Den zweiten Arm würde ich mal provisorisch
für die Studenten, die ja da oben zugucken, mit dem Skalpell lösen, dass wir beide Varianten einmal gezeigt haben. Ein bisschen reinbohren mit ein bisschen Kraft. So, das muss auch schon reichen. Den Rest machen wir mit ein bisschen Gewalt. Das wirkt immer brutal, muss aber sein. Geben Sie den jetzt her. So! Die Spritze kommt, Herr Ruhe! Rainer. Jetzt nehmen Sie doch die Spritze ein. So. Ah, einmal frei, Herr Ruhe. Sie haben es überstanden. So, Sagrotan. Einmal frei. So, Herr Ruhe. Und wie fühlen Sie sich? Oh, hoppala. Also, mir ist ein bisschen schwindelig und beide Arme sind irgendwie taub. Ja, das ist vollkommen normal. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte zuerst? Die schlechte ist, wir konnten Sie leider nicht heilen. Wie nicht heilen? Was ist denn... Was ist denn passiert? Ja, die gute ist allerdings, beide Arme sind erfolgreich amputiert worden und schon überschifft nach Kambodscha. Wie meine Arme? Wo sind meine Arme? Warum amputiert? Oh, ja, brauchen Sie nicht rein, gern geschehen. Wo sind meine Arme? Nächster bitte, Fräulein. Roduczynski, haben Sie schon alles vorbereitet? Hallo? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Soll ich hier drehen irgendwie? Ah, Geheimcode. Frau Duczynski, die alte Schlange. Oh, hier finde ich... Oh, hahaha. Jetzt raus mit dir. Komm. Raus. Oh, mein Finger. Voll eingeklemmt. So. Oh, mein Arm ist gebrochen. Dreifacher Bruch. Frau Duczynski, brennen Sie die OP vor. Ah, nee, geht wieder. Muss nur strecken. Ah. Sehr gut. Haha, die Duczynski. Welcher Patient... Ja. Frau Meissner. Okay, die blaue muss raus. Ja, da müssen die Rippen frei liegen. Mit der Säge können wir doch die Rippen bestimmt auch. So, ideal. Shit, das knackt jetzt ein bisschen an den Rippen. Es hängt fest. Oh nein, was ist das? Die Milz? Tun wir mal hier rein. Komm, gib her. So. Los geht das. Jetzt muss das Gelbe aber wieder ran, ne? So, bleib kleben. Ist doch drin. Vielleicht eine Spritze? Was hilft denn da? Also hier geht's auch nicht auf. Missing. Hä, muss es wieder rein, oder was? Ich soll's doch rausnehmen. Warum? Ja, missing. Ich bräuchte hier halt ein frisches. Oh, hä? Ey, die wollen mich doch verarschen. So, hier haben wir was Frisches in der Kühlkammer. Warum ging das bis eben nicht auf? Und jetzt noch einmal. So, ne? So. Oh, Blutwert. Ich brauche jetzt mal eine Spritze. Bahn frei. Achtung. So, wie machen wir das jetzt? Geben Sie mal, Frau Meissner. Also das Ding, das wollen Sie irgendwie nicht annehmen. Und jetzt reicht's mir aber langsam. Ganz vorsichtig schiebe ich Ihnen das jetzt ein. Das sieht gut aus, oder? Das passt doch. Also, da muss ich mir jetzt mal was überlegen. Habe ich hier vielleicht ein spezielles Serum, wodurch vielleicht der Magen nachwachsen kann? Ich habe doch hier noch den hier aus der Apothekenumschau. So. Das müsste gehen. Ich schütte das hier mal rein. Nehmen Sie es bitte... Nicht der schon wieder. Nehmen Sie es bitte an, Frau Meissner. Oder war das doch der Arm? Komm mal mit. Ich brauche mal so einen Vergleich. Damit ich... Hörst du? So. Daneben. Oh. Nein, das Bein ist ab. Ich wollte doch nur... Der Arm auf. Frau Duczynski. So, Frau Meissner. Bei der OP gab es leider einige Komplikationen, aber das passiert mal. Da sind jetzt eine Taube. Aber sie leben. Ja. Gu, gu, gu. Nächster, bitte. Herr Runzheimer. Guten Tag, hallo. Hammer, Säge,
Axt. Axt klingt gut. Die würde ich mir einmal nehmen. So. Scheiße hier. Mit dem Teppich. Herr Rundheimer, das ist schneller vorbei, als Ihnen lieb ist. So, anlegen. Okay, das lief jetzt nicht nach Plan. Ich brauche einen Spaten. Hoppala. Kann der scheiß Tisch sich mal verpissen? Weg! Oh, genau über den Patienten. So ein Malheur. Sauberer Schnitt. So, da ist er auch schon ab. Komm mal her, mein Kleiner. So, Herr Rundheimer, wir haben Sie gleich wieder ganz. Oh, es klingt. Oh, was ist denn los? Oh, verdammt! Fräulein Duschinski, der Patient hat keinen Kopf mehr. Dann bitte einmal entsorgen, ja? So. So, Frau Salzmann, Ihre Beine müssen ab, das sehe ich. Als erst brauchen wir eine Säge. Wo ist sie hier? Wie komme ich denn hier rein? Hallo? Die drei Hebel müssen hoch, kann das sein? Zwei, drei. Aua, was soll das denn? Wie komme ich denn jetzt an meine Instrumente, Frau Duschinski? Die Scheibe einschlagen? Der. Komm mal mit. Mein OP-Pokal für die Schnell-OP-WM 1998. Geht nicht. Mach doch die Tür auf jetzt! Wie kann man denn so arbeiten? Grün. Fräulein Duschinski, also sowas ist doch unnötig. Wir müssen als erstes die Knochen brechen. So. Ich platziere schon mal. Ich bereite die OP vor. Gut. Noch ein Skalpell. Zur Sicherheit. Vielleicht nochmal so einen Kopf zum Zugucken. Eldwina 1. So, Frau Salzmann. Ich hoffe, Sie sind bereit, haben gut gefrühstückt. Scheiße. Gut, wir fangen als erstes an mit dem Hammer. Als erstes müssen wir die Oberschenkelknochen brechen. Tut das weh, Frau Salzmann? Offensichtlich nicht. Ja, da müssen die wirklich ab. Ja, Sie haben es gleich überstanden. Hoppala. So, das erste ist ab, Frau Salzmann. Das zweite Bein wollten Sie ja auch weg haben, nicht? Und das machen wir so mit der Hand. Gucken wir mal, ob der hier drauf passt. Einen haben wir, Frau Salzmann. Da kommt der Papa. Zack. Frau Salzmann, wollen Sie vielleicht mal selber anfassen? Spüren Sie es? Wie echt. So. Herr Bibal wird jetzt nochmal mich an den Apfelwagen am Kehkopf. Das ist schon wieder nicht, Fräulein. Oh, Frau Salzmann, Sie sind ja schon wach. Ja, also hüftabwärts ist alles weg. Aber ich hatte doch nur Fußpilz. Der Rollstuhl ist schon bestellt und Fräulein Duschinski holt sie dann ab. Nächster bitte. Ah ja, Herr Semrau möchte gerne mehr wie sein Vorbild werden, ein gewisser Herr Ruhe. Und dafür möchte er auch eine dauerhafte Glatze. Aktuell nass rasiert Herr Semrau sehr viel. Aber wir machen hier heute jetzt eine kleine Schönheitsoperation, indem wir ihm ein paar Organe entfernen, die dafür verantwortlich sind. Die stoßen nämlich Hormone aus, die dafür sorgen, dass Haare wachsen. So. Jetzt müssen wir hier ein paar Organe entfernen. Als erstes die Lunge. Da kommt der erste Schnitt. Scheiße, ich sitze fest. Naja, gut. So. Scheiße, jetzt habe ich das Herz. Naja, das wollte ich ja auch sowieso nochmal wegmachen. Oh. Na egal, dann nehmen wir gleich alles raus. Weg damit. Andere Lunge. Und weg. So, jetzt die Milz. Mal beherzt zugreifen. Was ist das? Weg. Das ist doch eine Leber. So. Eine Niere oder so. Weg. Eine kleine Einheit. So. Machen wir mal hier schön in den Brustkorb rein. Na komm. So.
Damit hätten wir die Blutung erstmal gestoppt. Aber der Patient hat jetzt eine Mangelentscheidung. Und die, da müssen wir jetzt mal schön gepflegt in den einrammen. Oh ja, spüren Sie es, Herr Semrau. So. So, ich decke das einmal ab, Herr Semrau. So, und dann geht es auch schon wieder. Ja, vorzüglich. Einmal frei, Herr Semrau. Normalerweise machen die ja bei uns keine Chemo. Ich meine, Schönheits-OP. Das verwechsel ich manchmal. Ja, wollen Sie mal sehen, Ihr Vorbild ist sehr nah dran an Ihnen jetzt. Sie müssen jetzt in die Massephase übergehen. Ein paar Kilos müssen da noch raus. Ich würde nur mal vorher die Gebärmutter checken. Ja, einwandfrei, das notieren wir. Wir haben Dienstag den 2. Ein voller Erfolg. Wie fühlen Sie sich? Wahnsinn! Das ist ja, die Haare sind alle weg. Ja, schauen Sie auch nochmal hier. Da sehen Sie, die Ränder sind alle verlötet. Ja, das ist der Wahnsinn. Vielen Dank, Herr Doktor. Da komme ich nächste Woche direkt wieder. Wir würden ein Stück von Ihrer Zunge lösen für den Lispel-Effekt. Das finde ich eine super Idee. Also ich kann auch schon nächste Woche, wenn Sie wollen. Ja, hervorragend. Kommen Sie gerne immer wieder. Machen Sie mit Fräulein Duschinski einfach einen Termin. Sehr gerne. Schauen Sie auch nochmal hier. Der Ansatz ist komplett gelötet. Nehmen wir bitte einer dieses Spielzeug. Aui! Aui! Zu schnell, sorry, zu schnell. Aui! Ich bin so dumm. Du hast sie so? Hoppala.